Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Heute geht es um meine Fitness-Story. Ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen auf dem Weg die letzten Jahre, was ich so erlebt habe, was Fitness mit mir gemacht hat, wie die Jahre so verliefen, wo ich gestartet habe und ja, welchen Weg ich einfach durchgemacht habe mit Höhen und Tiefen und mit unterschiedlichen Erfahrungen und auch unterschiedlichen Erfolgserlebnissen und Dinge, die mich gestärkt haben, vorangebracht haben und ja, wie ich es einfach geschafft habe zu dem Körper, in dem ich mich wirklich wohlfühle, wo ich sagen kann, ich bin fit, ich bin gesund, ich habe einen Körper, wo ich mich wohlfühle und was ich nie gedacht hätte, dass ich mal mich so wohlfühlen kann und dass ich auch sagen kann, ja, dass ich einfach meinen Körper so liebe, wie er ist und dass ich es auch mag, fit und sportlich auszusehen und dass ich das mal so schaffe, wie ich es damals mir immer vor Augen geführt habe und diese ganzen Vorbilder, die man hat, dass man denkt, boah, die sehen so krass aus und dann hast du es einfach nach ein paar Jahren selbst geschafft. Das fühlt sich großartig an und ist aber ein sehr langer Weg mit wirklich vielen Hindernissen auch und vielen Phasen, wo man denkt, irgendwie man kommt nicht voran. Aber ich dachte mir, ich zeige euch heute einfach mal ein bisschen, wie das bei mir war. Ich zeige euch auch gerne ein paar alte Fotos. Ich habe alte Fotos gefunden und ja, die zeige ich euch natürlich auch zu den einzelnen Phasen, die ich da durchgemacht habe. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz am Anfang und spulen mal die Zeit etwa 4 bis 5 Jahre zurück. Also, wo habe ich gestartet? Mit dem Krafttraining habe ich gestartet ungefähr 2015, also vor 4,5 bis 5 Jahren. Davor habe ich schon immer viel Sport gemacht, muss man dazu sagen. Ich habe viel Teamsportarten gemacht, ich habe getanzt, ich habe Zumba getanzt. Dann habe ich angefangen, zu Hause zu trainieren. Also das war noch vor 2015, habe ich quasi zu Hause Homeworkouts gemacht. Also dementsprechend, wenn ihr jetzt in der Phase seid, ihr könnt nur zu Hause trainieren, dann macht euch auf jeden Fall da keine Gedanken, dass ihr dort nicht was schaffen könnt. Ihr könnt auf jeden Fall von zu Hause aus trainieren und da schon ordentlich viel schaffen. Und gerade als Anfänger könnt ihr sehr, sehr viel erreichen, auch von zu Hause aus. Ihr könnt einfach wirklich schon von zu Hause aus so, so fit werden und einfach eine richtig gute Grundlage dafür legen. Danach, wenn ihr ein bisschen was geschafft habt und einfach zu Hause schon eine Grundfitness aufgebaut habt, das geht auf jeden Fall, um dann zum Beispiel im Fitnessstudio einen draufzulegen und da nochmal dann sich mehr zu steigern und auch wirklich das zu erreichen, was man möchte. Und zwar meistens fit werden, den Körper formen und das geht dann doch im Fitnessstudio am besten. Deshalb habe ich 2015 mich im Fitnessstudio angemeldet, habe dort dann richtig gestartet und zwar mit einem ganz typischen Ganzkörperplan. Also ich hatte 3-mal die Woche einen Ganzkörperplan. Der Plan fing auf jeden Fall an mit Beinübungen, das weiß ich noch. Ich habe auch schon mit Grundübungen, mit Kniebeugen und so angefangen, beziehungsweise mit Beinpresse, bin dann zu Kniebeugen, mit freien Kniebeugen, mit der Langhantel. Da hatte ich allerdings noch kein Gewicht drauf. Ich habe mich aber enorm steigern können. Also ich habe mit einer Langhantel ohne Gewicht gestartet, dann habe ich ein bisschen was draufgelegt. Jetzt ist es mittlerweile mein eigenes Körpergewicht, was ich da bewegen kann. Also man sieht, es hat Jahre gedauert, wirklich da sich zu steigern und es braucht auch einfach wirklich Zeit. Man kann nicht innerhalb von 2 Wochen sein eigenes Körpergewicht kniebeugen, das geht gar nicht. Da muss man sich Stück für Stück steigern. Und ja, wie ging es dann weiter? Also 2015 habe ich trainiert, da habe ich noch nicht wirklich auf die Ernährung geachtet. Also ich habe relativ viel gegessen, habe auch da noch nicht abgenommen. Ich habe auch, als ich gestartet habe, ich war nicht wirklich übergewichtig oder so, aber ich habe mich einfach als unförmig und etwas, ja, also mein Körper sah einfach noch nicht sportlich aus. Ich war einfach ein bisschen fülliger, ein bisschen ungeformt. Mein Ziel war es damals einfach einen flachen Bauch zu bekommen und ein bisschen abzunehmen und in Shape zu kommen. Im Fitnessstudio habe ich dann nach und nach neue Sachen ausprobiert, habe mich gesteigert, habe einen neuen Trainingsplan bekommen und habe dann irgendwann meine Lizenzen gemacht und meine eigenen Trainingspläne geschrieben, weil ich nach und nach mir mehr Wissen angeeignet habe. Ich hatte damals auch noch gar kein Wissen zur Ernährung, das habe ich auch nach und nach mehr bekommen. Natürlich, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, ist ganz, ganz wichtig, damit man überhaupt was ändern kann. Ohne Wissen kann man da nicht viel ändern. Dann war es so, dass ich 2016 gemerkt habe, okay, ich muss an der Ernährung wirklich etwas ändern, habe mich mehr und mehr damit auseinandergesetzt und habe es dann wirklich geschafft, enorm abzunehmen. Also erstmal Stück für Stück, das war relativ gut. Ich habe dann allerdings mal extreme Sachen wie Low Carb ausprobiert und einfach eine Zeit lang viel zu wenig Kalorien gegessen. Also da habe ich wirklich
nicht wirklich gewusst, wie wichtig Kohlenhydrate wirklich sind und wie wichtig es auch wirklich ist, keinen Makronährstoff auszuschließen. Und was Ernährung oder gesunde, ausgewogene Ernährung überhaupt bedeutet, wusste ich früher noch nicht. Und da habe ich dann enorm abgenommen. Da kam es dann leider auch dazu, dass ich meine Rundungen, die ich vorher erarbeitet hatte, wirklich verloren habe quasi. Also der Po wurde wieder weniger und die Kurven waren einfach nicht mehr so wirklich da. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe meine Bauchmuskeln gesehen, aber das ist nicht alles. Und das merkt man dann eben im Laufe der Zeit, dass es nicht das Wichtigste ist, total shredded zu sein und man sieht die Bauchmuskeln, sondern es geht wirklich darum, im Kopf sagen zu können, man fühlt sich wohl. Da geht es nicht um die Körperform oder so wenig Fett wie möglich zu haben. Also in der Hinsicht, weniger ist mehr, ist total falsch. Zu wenig Kalorien ist auch total falsch. Ich dachte wirklich, ja, wenig Essen bringt viel, aber das war wirklich der falsche Gedanke und die falsche Herangehensweise. Trotzdem habe ich damit natürlich Fett reduzieren können. Das hat mir im weiteren Verlauf auch geholfen, aber ich hätte es jetzt im Nachhinein natürlich nicht so extrem gemacht. Man sollte einfach darauf achten, dass man die Kalorien nicht über mehrere Wochen so extrem runterfährt. Wenn man das mal 3-4 Wochen macht, ist es völlig in Ordnung, aber länger als diese Zeit sollte man nicht in ein extremes Kaloriendefizit gehen. Also die enorme Abnahme war circa 2017, wo ich wirklich so viel abgenommen habe, habe dort aber auch einfach so ein bisschen trotzdem mit dem Tracken, also ich hatte ja dann wirklich Kalorien über einen gewissen Zeitraum getrackt, dann habe ich wirklich selbst zum Glück realisiert, dass es zu wenig ist, habe dann Anfang 2018 wieder mehr Kalorien gegessen und habe dann natürlich auch langsam wieder zugenommen und dann wurde ich auch wieder fitter im Fitnessstudio, ich habe mehr Power gehabt, mehr Energie und auch mehr Kraft, also ich konnte mich einfach wirklich mehr steigern. Und da merkt man mal, der Körper braucht wirklich die Energie in Form von Kalorien, Kohlenhydrate, Fette und Proteine, um wirklich im Training leistungsfähig zu sein. Und nur so kann man sich auch steigern. Dann habe ich 2018 wirklich viel intuitiver gegessen. Ich habe mehr auf meinen Körper gehört. Wie fühle ich mich? Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich schlecht an? Wie viel muss ich essen? Was brauche ich wirklich? Ja, habe da so eine gewisse Balance gefunden. Habe nicht alles ausgeschlossen, sondern habe mir auch einiges erlaubt. Bin dann mehr in Richtung 80-20 Ernährung, dass ich zu 80% sehr ausgewogen, sehr gesund und nährstoffreich esse und zu 20% eben etwas weniger nährstoffreich und esse dann das, worauf ich Lust habe, was ich mir gönnen möchte. Damit habe ich dann wirklich langfristig meinen Weg gefunden. Also es hat wirklich sehr lange gedauert, ein Auf und Ab, aber jetzt kann ich sagen, ich fühle mich wohl, wie ich bin in meinem Körper, in meiner Haut fühle ich mich wohl. Ich habe dann ab Mitte 2018 wirklich nur noch intuitiv gegessen. Ich habe auch keine Kalorien mehr getrackt. Das habe ich am Anfang der Zunahme dann gemacht, natürlich, um wieder zu sehen, wie viel Kalorien brauche ich, um wieder ein bisschen zuzunehmen und auch um wirklich ein bisschen zu kontrollieren, esse ich genug und welche Portionen brauche ich wirklich. Also was ganz, ganz wichtig ist einfach, dass man für sich selbst den richtigen Weg findet. Also für mich ist es einfach das Allerwichtigste, auf meinen Körper zu hören und ich sag euch, hört wirklich darauf, was fühlt sich gut an und was fühlt sich nicht gut an. Wenn ihr euch nicht wohl fühlt, dann tut etwas dagegen. Aber hungert euch nicht runter, nehmt nicht enorm ab, weil das ist nicht das, womit ihr euch wohlfühlen werdet, sondern eher das, was euer Gefühl euch sagt. Und ich sag euch, ich bin damit einfach so glücklich, dass ich einfach spüre, dass ich meinem Körper das Beste gebe. Also, dass ich selbst in der Hand habe, was ich ihm gebe, wie ich mich selbst behandle und vor allem auch, wie glücklich ich damit bin, dass ich meinem Körper wirklich das Beste gebe, egal ob in der Bewegung und im Sport oder auch mit der Ernährung. Das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an und ich kann es euch nur ans Herz legen, euch auch mal darüber Gedanken zu machen, dass es eben nicht nur darum geht, perfekt auszusehen und einen flachen Bauch zu haben und sowas, sondern dass es wirklich auch darum geht, wie fit und gesund wir sind, wie viel Energie wir im Alltag haben und natürlich auch, was es uns für die Zukunft bringt. Einfach vorausschauend, dass man später mal auch gesund und fit ist und eben nicht nur jetzt, wo wir noch so jung sind. Also nochmal ganz wichtig, dabei ist auf jeden Fall auf euren Körper zu hören und Signale wahrzunehmen. Also Signale wie, fühle ich mich jetzt wohl, fühle ich mich nicht wohl, unterdrücke ich etwas, habe ich Hunger, verbiete ich mir etwas, fühle ich mich unwohl, weil ich irgendwie zu viel auf den Rippen habe. Bei mir war es auch so, dass ich nie mich wirklich gewogen habe. Ich kann euch nur sagen, dass ich jetzt ungefähr so viel wiege wie am Anfang. Das ist ganz lustig. Also das ist vielleicht ein gutes Beispiel, dass ihr seht. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wie viel ich zwischendurch gewogen habe. Aber ich wiege jetzt so viel wie am Anfang und habe zwischendurch aber Höhen und Tiefen gehabt. Also ungefähr 5 bis 7 Kilo Unterschied.
Aber jetzt wiege ich so viel wie am Anfang, nur dass sich meine Körperform enorm geändert hat und dass sich der Muskelanteil und der Fettanteil enorm verändert hat. Deswegen entsteht dann auch die Körperform, die eben am Anfang noch nicht da war. Und das ist wirklich, ja, wirklich wie so ein eigenes Projekt und braucht einfach eine Menge Zeit. Und ja, ich hoffe, dass euch das geholfen hat, auch die Bilder zu sehen, wo ich gestartet habe und wie ich meine Entwicklung hatte. Motivation für euren eigenen Weg geben konnte, dass ihr wirklich dran bleibt, dass ihr, wenn ihr jetzt zu Hause trainiert, auf jeden Fall da schon eine Menge erreichen könnt und einfach dran bleibt, egal an welcher Stelle ihr gerade seid. Wenn ihr mal einen Tiefpunkt habt, dann macht immer weiter, versucht kleine Sachen zu verändern, ob es in der Ernährung oder im Training ist. Versucht immer auf euer Körper zu hören. Wenn er euch zeigt, dass da irgendwas nicht stimmt, dann verändert etwas. Und nur durch Veränderung kommt auch Fortschritt. Das ist wirklich so. Also zusammenfassend kann man nochmal sagen, dass ich angefangen habe mit einer etwas unförmigen Figur, mit etwas fülliger. Ich war nicht übergewichtig, aber hatte schon so meine Fettpölsterchen. Dann habe ich trainiert und habe erstmal Muskeln aufgebaut und hatte einen sehr guten Ganzkörpertrainingsplan. Bin dann irgendwann nach und nach in einen Zweiersplit gekommen. Als ich dann mehr Erfahrung hatte, habe ich dann Oberkörper, Unterkörper trainiert und habe dann auch eben enorm abgenommen, indem ich meine Kalorien runtergefahren habe, ein bisschen meine Kalorien getrackt habe, damit ich sehe, wie viel ich esse, und habe dann aber enorm abgenommen, weil ich über eine zu lange Zeit quasi die Kalorien runtergeschraubt habe. Dann habe ich nach und nach aber gemerkt, ich muss wieder mehr essen, hatte dann wieder mehr Energie im Training, habe wieder Muskeln aufgebaut, weil der Muskel natürlich nur dann aufgebaut werden kann, wenn er auch genug Kalorien bekommt und genug Proteine. Und das habe ich dann wieder gemacht, 2018 dann wieder intuitiv gegessen, zugenommen, aber vor allem Muskelmasse. Ich habe nicht groß an Fette wieder zugenommen und habe mich dann einfach in Erhaltungskalorien bzw. in einem leichten Überschuss befunden und konnte dann eben wieder Muskeln aufbauen und habe dann wirklich meine Wohlfühlform, meinen Wohlfühlkörper erreicht, indem ich einfach wirklich genug gegessen habe, auf meinen Körper gehört habe, richtig gut trainiert habe. Immer im Zweiersplit, immer viermal die Woche mindestens, und das seit 2015. Also ich habe angefangen mit dreimal pro Woche, dann waren es viermal. Dann kamen eben noch meine HIIT-Workouts dazu. Das heißt, ich habe 3 bis 4 Mal die Woche Krafttraining plus zweimal HIIT-Workouts. Und ja, das ist jetzt so meine Situation, in der ich mich befinde, mit der ich sehr happy bin. Und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg. Aber bleibt auf jeden Fall dran, denn es wird sich immer lohnen. Wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch diese Geschichte, meine Fitnessgeschichte, ein bisschen inspiriert hat und geholfen hat und eben gezeigt hat, dass man wirklich alles erreichen kann, egal wo man startet. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Also dann bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis bald.